Und ein herzliches Willkommen zurück. Hello. Zum zweiten Teil von Silence. Ich bin von Nöher Gameplays als Hobby. Und wir schauen jetzt mal, was passiert ist. Oder was jetzt passiert. Immerhin ist hier ein komisches grünes Licht jetzt. Oh, ich komme gerade vom Nachtdienst. Da bin ich noch etwas müde. Okay, ran. Durchklettern, okay. Wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träume ich das oder was? Genau das nehme ich an. Reni ist da hinten, aber erstmal gucken wir uns alles an. Mein alter Wohnwagen. Ich meine natürlich Sedgwicks alter Wohnwagen. Oh Gott, bewegt sich da unten was? Oder bilde ich mir das nur ein? Und was davon ist beunruhigender? Von der Uhr aus könnte ich da vielleicht draufspringen. Ist das wirklich der Kessel von Sedgwicks Opa? Keine Ahnung, ich kenne die Sachen nicht. Was? Was ist das hier? Das letzte Mal, als ich die Rüstung sah, steckte da ein Koch drin. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen. Ist das nicht das Planetengetriebe aus dem Schloss von Silence? Die Lok, mit der ich durch die Luft geflogen bin. Die sieht kaputt aus. Wie alles hier. An sich klingt das alles sehr interessant, was er hier alles sieht. Oder gekannt hatte oder wie auch immer. Auf denen ist Rini zum Ausgang gelaufen. Oh, ist total schön hier. Ich komme. Bleib, wo du bist! Schnell zu Rini. Oh! Das Teil trägt nur Fliegengewichte. Okay, das war wohl nix. Dann wohl auf die Uhr. Und hopp! Oh, oh! Da könnte ich draufspringen. Wenn ich meine Höhenangst überwinde. Und meine Angst im Allgemeinen. Für Rini. Bewege die Maus entgegen der Neigungsrichtung von Ohr. Halt ihn lang genug in der Balance. Okay. Okay. Toll. Jetzt sitze ich da drin. Und wieder eine Welt, die durch mich untergeht. Hey, das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Sedgwick. Nun bist es wohl wieder. So, die Rüstung können wir uns wahrscheinlich schnappen. Oder zumindest dran festhalten. Hm? Wer bist du denn? Rini, was machst du? Nein! Bleib stehen! Rini! Auch wenn es so ein Click-to-Point-Spiel ist, ist es aber ganz schön gemacht. So, Planetengetriebe können wir natürlich... Ah, okay. Auf die Gleise. Na los! Hinterher! Da bin ich ja mal gespannt, wie sich die Welt hier noch aufbaut. Also das wird eine reine Fantasiewelt. Das könnte schön werden.
beeindruckendes Lied. Wow, wie im Traum hier. Wer bist du denn? Auf jeden Fall wohl kein Netter. Wo bin ich hier? Das Licht, die Farben, der Duft, das hier ist Silence. Wow, was soll der Kitsch? Das hier ist mein Traum. Und darin will ich keine verdammten Schmetterlinge im Regenbogen. Ich will meine Schwester zurück! Oh, verdammt! Sei still und versteck dich! Schnell! Wer hat mir das jetzt gesagt? Hör nicht drauf, versteck dich und sei still. Was war das denn? Das sind vier, erinnert mich irgendwie an Twilight Princess von Zelda. Diese komischen Schattenwesen. Gut gemacht. Was? Na, dass du auf mich gehört hast. Die Sucher fackeln nicht lange. Hab ich gemerkt. Was suchen die denn? Und du? Was suchst du? Meine Schwester. So klein ist sie und... Und ganz schön todesmutig. Du hast sie gesehen? Sie spazierte im Maul des Weltenwurms herum. Da zuckte sein Kiefer noch. Was? Du meinst, der Wurm lebte noch? Wie auch immer ihr es geschafft habt, lebend aus einem Weltenwurm herauszukommen oder ihn sogar zu töten, bestimmt war eine mächtige Portion Glück dabei. Hoffentlich verlässt es euch nicht, sonst kommt ihr hier nicht weit. Übrigens ist deine Schwester bald in Sicherheit. Einer von meinen Leuten bringt sie ins Geheimversteck. Wohin? Kann ich dir nicht sagen. Ist geheim. Was bedeutet einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du überhaupt? Komm. Hey, warte! Interessantes Spiel. Okay, da hochklettern klappt nicht. Wie ist sie da hochgekommen? Wichtigere Frage, wie komme ich da hoch? Oh, Pilz. Zurück zum Wurm. Ja, da können wir doch bestimmt noch ein bisschen was gucken, aber wir gucken erstmal Pilz. Der hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Mhm, sehr hübsch. Das Pelztier. Gucken wir mal, was mit dem Pelztier passiert. Vielleicht macht es mir ja die Räuberleiter. Eher nicht. Okay, interessant und süß. So, was haben wir denn hier so? Statuenkopf kann ich bewegen. Oh, ich bin stark. Ich kann nicht glauben, dass das Vieh noch gelebt haben soll, als Rini da drin war. Du warst auch da drin. Blume, Pilz. Okay, mehr ist hier wohl nicht. Blumen und Pilz haben wir hier. Klar, wenn ich schon nicht die Wand hochkomme, dann kann ich ja ein paar Blumen pflücken. Dann halt nett, dann lässt es halt. Sind die aus Gummi oder was? Kann ich die mitnehmen? Na gut, dann lassen wir es halt. Oder wir müssen Steinkopf da drauf schleudern. Wobei schleudern wird zwar schwer sein, aber... Nee, geht nur in die andere Richtung. Darauf käme ich bestimmt die Wand hoch, wenn ich ihn bis dahin rollen kann. Ich wünschte, Spot wäre da. Der kommt bestimmt gleich um die Ecke. Oder Spot, bist du das? Oder schlüpft aus dem Ei. Aber natürlich, das hier ist Silence. Ja, du bist es! Du bist es!
Schlüpfst du jetzt und hilfst mir? Was? Warum nicht? Na, warte. Ich hol dich da raus. Okay. Ich soll den da jetzt raushauen? Na gut, mit der Blume kann man den da wohl nicht rausholen. Mit dem Pilz logischerweise auch nicht. Nehmen wir mal einen Wurmzahn. Und aufspießen? Doofe Idee. Nicht aufspießen. Einfach nur das Ei kaputt machen. Nehmen wir mal den Schattenkopf. Die Waisenhausmethode. Einfach dem nächstbesten Kind auf den Kopf hauen. Ach, nicht mal ein Riss. Das hätte ich von einem Spot-Ei auch nicht anders erwartet. Ich kenne keinen Spot. Schau mal, Spot. Lecker Baumpilze. Hey, Spot. Ich weiß, wie sehr du Blumen magst. Wieso kommst du nicht raus und schaust sie dir an? Oder isst sie auf? Okay. Dem werfe ich Spot nicht in den Rachen. Gut, dann müssen wir wohl wieder durchs Gestrüpp. Was war denn da drauf? Oh ja, du hast Hunger. Spot, alter Nimmersatt, komm raus und probier sie mal. Du hast doch bestimmt ganz schön Hunger. Okay. Ich nehme an mit dem Pelztier. Weil das eben gerade die Raupe jagen wollte. Und unser Spot ist ja angeblich auch eine Raupe. Ein schönes, warmes Nest. Genau da gehörst du jetzt hin, Spot. Oh, verdammt! Na warte, ich krieg das Ei schon ins Nest. Spring raus, hopp, na los! Mit Spots Hilfe komme ich darauf. Wenn er geschlüpft ist, wenn ich ihn ins Nest legen konnte, wenn ich das Vieh weggelockt habe, wenn ich einen Köder gefunden habe, wenn... Oh. Ja, die Raupe wäre natürlich toller Köder, aber ich wollte eigentlich mit dem Petzi reden. Na warte, ich krieg das Ei schon ins Nest. Achso, okay. Wo ist der Wurm hin? Aha. Jetzt oder nie. Beeil dich mit dem Schlüpfen, okay? Gut. Wie niedlich. Spot! Du bist es! Du bist es wirklich! Komm her! Oh Mist! Böse Mama! Ist ja gar nicht die Mama. Puh, das war ganz schön knapp. Aber super Sport dafür, dass du gerade geschlüpft bist. Das soll dir erstmal einer nachmachen. So. Jetzt lass uns versuchen, von hier wegzukommen. Bist du bereit? Führe den Cursor auf Spot und zieh mit gedrückter Maustaste nach unten, um seine flache Form zu erhalten. Okay. Und jetzt? Cool. Platt wie eine Flunder. Spot unterstützt dich bei der Lösung von Aufgaben. Klicke mit Spot auf den großen Steinkopf, um ihn darunter kriechen zu lassen. Probier das mal. Führ den Cursor auf Spot und zieh mit gedrückter Maustaste nach oben, seine aufgeblähten Form zu erhalten, okay? Und das Vieh haben wir jetzt verjagt, oder?
Was mache ich jetzt mit Spot? Ich dachte, das Einzige, was dir nicht schmeckt, sind Furzpilze. Komm mit. Er hat ja gesagt, er liebt Blumen. Tatsächlich. Na, lass es dir schmecken. Wie niedlich. Eine Blume haben wir noch. Kannst du auch die Pilze essen? Na, ist dich satt. Vielleicht passiert ja irgendetwas, wenn er fertig gegessen hat. Schmeckt wie Schuhsohle, stimmt's? Oder wie Schnitzel im Waisenhaus. Mal gucken, ob ein schöner Schmetterling draus wird. So, ich glaube, dann haben wir alles gegessen hier, oder? So, dann können wir jetzt, denke ich, mal wieder weiter. Also den Pilz mag er nicht. Trink mal was. Huch. Wow, du hast den grünen Daumenspot. Viele, viele grüne Daumen. Und jetzt kannst du ihn essen, ne? Kennst du Sedgwicks Trick mit der Kanone? Wow! Ach so, okay. Der hätte jetzt nicht in die Tasche stopfen können und mit dem hochklettern können anscheinend. Willkommen in Silent City, ja? Hey, wieso bist du so schnell weggerannt? Wieso hast du so lange gebraucht? Wo ist Rini? Wir folgen ihr, sobald ich die Brücke gesprengt habe. Sobald du... Was? Willst du dich umbringen? Hast du Rini umgebracht? Quatsch! Ich bin Kira, Anführerin der Rebellen. Keine Mörderin. Alles klar, klar. Und ich gehe hier nicht weg, bevor diese Brücke zerstört ist, klar? Verstanden. Wieso erzählst du mir das? Weil du mir dabei helfen wirst. Verdammt, die Lichter sind aus. Was... Was bedeutet das? Dass die Sucher bald kommen. Halt mal kurz. Wieso? Was ist das? Einfach Feder gedrückt halten, okay? Okay, jetzt muss ich... Okay. Nur damit ich das... Oh. Verdammt, so kriege ich die Bombe nie fertig. Ich drück erst runter, wenn du mir meine Fragen beantwortest. Festhalten. Was ist daran nicht zu verstehen? Ja. Oh. Na toll. Ach so, ich muss gedrückt halten. Alles klar? Tatsächlich. Ihr seid Rebellen und wollt die Brücke sprengen. Logisch. Ganz genau. Habt ihr Rini als Geisel genommen, damit ich euch helfe? Auf einen Helden wie dich haben wir die ganze Zeit gewartet. Warum sollte ich euch helfen? In dieser Welt gibt es nur noch Sucher oder Rebellen. Zu welcher Seite willst du gehören? Was sind diese Sucher? Marionetten der falschen Königin. Sie führen ihre Befehle aus. So, fertig. Das müsste klappen. Willst du sie entsichern? Ja, warum nicht? Klar. Abrissexperte. Deckung! Das darf nicht wahr sein! Wieso stürzt das verdammte Ding nicht ein? Alles hängt an diesem Ring.
Der muss auch gesprengt werden. Es reicht nicht für eine zweite Bombe. Oder vielleicht ja doch, nur ohne Zeitzünder. Eine Kamikaze-Bombe? Bist du irre? Nein, nur eine Patriotin. Oh Gott. Wenn ich nicht will, dass meine Wegbeschreibung zu Reedy in die Luft fliegt, muss ich den Ring schneller kaputt kriegen. Das muss doch irgendwie kaputt zu kriegen sein. Was soll das mit der Bombe? Ist das ein Terroranschlag? Willst du die Stadt sabotieren? Nein, ich will sie retten. Okay. Okay, bevor sie mit der Bombe fertig wird, wir sind natürlich wieder bei 20 Minuten. Viele haben wir jetzt noch nicht erreicht, ehrlich gesagt, aber es gibt viel zum Zuhören und auszuprobieren, weil ich einfach nicht weiß, was alles möglich ist. Aber es ist ein sehr interessantes, nettes, kleines Spiel und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Tag auch wieder mit dabei. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite, generell auf YouTube. Und bis denn, das war Silence mit von Löhr Gameplays als Hobby. Und viel Spaß noch. Tschüss.